Hallo meine Lieben, euer Pain ist wieder am Start. Im heutigen Video geht es mit der Challenge weiter. Ich habe es jetzt mit Crypto geschafft und das möchte ich euch gerne heute zeigen. Bleibt dran! So, wie ihr wisst, ich habe es mir ja zur Challenge gemacht, mit jeder Legende den 4000 Damage Badge zu erreichen, und das ist echt schwierig, aber ich habe, wie gesagt, auch schon im vorherigen Video erklärt, ich bin so wie der Damage Farmer geworden. Ich habe es ein bisschen hingekriegt, ein gutes Gameplay zu haben und die Damage zu farmen, also nicht nur irgendwo zu campen und mit dem Sniper zu schießen, sondern ich versuche wirklich auch die Kämpfe zu suchen. Ich versuche immer einen 20 Bomb zu machen, und wenn es dann nicht reicht, farme ich einfach jeweils den 4000 Damage Badge. Ich habe es auch noch mit Gibi geschafft, das kommt im nächsten Video dann auch. Ich darf heute Crypto auch abkreuzen und das freut mich sehr. Crypto ist übrigens jetzt für Olympus eine extrem geile Legende zum Spielen, also sehr empfehlenswert für Ranked. Viel Spaß wünsche ich euch. Bist du neu im Kanal, dann vergiss nicht, mich zu abonnieren, einen Like da zu lassen und ansonsten I hope I catch you all in the gameplay. So, wie gesagt, ich habe es mir zur Challenge gemacht und ich versuche natürlich immer einen 20 Bomb zu machen. Und am wichtigsten ist natürlich, wo landet man. Bei der Landung kommt es immer darauf an, man muss dort landen, wo die meisten Squads rausspringen, um die Chance, um viel Kills und viel Damage zu machen. Sonst landet man irgendwo safe und dann, ja, bis man alle Gegner mal findet, in Olympus sowieso, weil die Map so groß ist, dauert es zu lang und dann schafft man es meistens nicht. Den 20 Bomb zu kriegen ist extrem schwierig. Das hätte ich in dieser Runde rein von der Killzahl hätte ich hingebracht, aber danach waren dann die letzten irgendwie 5 Squads, waren ziemlich stark, die haben mich immer so gut Damage gemacht, dass ich dann, ja, immer abhauen musste, mich heilen musste und dann hat es nie gereicht. Wie ihr seht, ich habe wieder Duos gespielt, ich habe mein Team nicht gefühlt, dass ich kann die Fights machen, die 2 gegen 1. Das ist eine extrem gute Übung, wo man dann auch bei Ranked sehen kann. Ich spiele natürlich wieder Ranked, ich bin im Split 2 und da bin ich jetzt schon Dia 3, bald Dia 2, also ganz knapp. Und dann geht es ja nicht mehr so lange bis Master. Und vielleicht spiele ich dann noch ein bisschen Master, aber das ist noch unklar. Mit Crypto ist übrigens, wie gesagt, eine super Legende in Ranked. Vor allem in Olympus, weil die Map ist riesig. Man kann mit seiner Drohne herausfinden, wie viele Teams sind in der Nähe. Und man kann natürlich die Gegner cool mit auch pushen, also nicht nur defensiv, sondern auch offensiv spielen. Auch hier zum Beispiel ganz knapp. Die pushen mich, schau mal, wie viel Leben ich habe. Ich habe gar nichts mehr. In so Momenten einfach versuchen, ja, nicht mehr den Kampf zu suchen, sondern wegzurennen, sich neu zu orientieren, heilen und dann wieder erneut pushen. Hier habe ich natürlich schon gedacht, okay, ja, die Runde wird so wahrscheinlich nichts. Aber ja, ich habe jetzt natürlich auch Glück gehabt bei dieser Runde, weil jetzt seht ihr auch, wieso. Jetzt kommen zum Glück ein neues Team, die uns natürlich gehört haben, wie wir gefightet haben. Und die pushen jetzt die anderen 2 und ich kann dann da mitmischen. Mit der Drohne natürlich ist super, man kann immer schauen, man sieht 2 Squads sind da, man kann wirklich in Ranked wirklich schauen, sollen wir jetzt die pushen oder sollen wir lieber warten, weil es lohnt sich nicht, ein Squad zu pushen, wenn dann 2 Squads da sind, weil man wird dann immer Third Party gemacht. Klar, es ist nicht mehr King's Canyon, das ist die Revenant Octane Meta ist ein bisschen vorbei, aber ich hätte es nie gedacht, aber Olympus ist so krass zum Third-Party machen, also wenn wir sterben als Team, dann immer wegen einer Third-Party. Die Zweikämpfe, die holen wir meistens,
Und dann sind wir so down, so, oder zwei schon down vielleicht, und dann kommt noch ein drittes Team und finisht uns dann. Ab und zu lohnt es sich auch zu campen und sich nicht zu bewegen, damit die Gegner dich nicht hören. Also ihr seht, ich habe jetzt hier kurz gewartet, bis die an mir vorbeigerannt sind. Hier habe ich ganz geil gepusht. Hier hole ich noch mit der Drohne. Ihr seht, also ihr könnt wirklich auch solo, könnt ihr Crypto extrem gut spielen. Ich finde Crypto eigentlich extrem eine Legende, wo man wirklich defensiv, offensiv spielen kann, und ein Teamplay ist extrem geil. Er wurde natürlich auch besser gemacht, er war am Anfang ein bisschen schwach, auch seine Drohne war schwach, man hat nicht viel damit machen können. Jetzt kann man doch die nächste Zone scannen, man sieht, wie viele Gegner da sind, die Drohne hat auch ein bisschen Leben, das nicht sofort kaputt geht, und das macht extrem viel Spaß mit der Drohne. Du gibst natürlich mit der Drohne auch eine zweite Chance deinen Teamkameraden, falls sie sterben, dass du sie jeweils mit der Drohne wieder zurückholen kannst. Und das ist auch cool. Also vor allem in Ranked, man braucht die Teammates, und es ist meistens extrem gefährlich, dann einfach so reinzupushen, um die Banner zu holen. Aber mit Crypto kannst du es natürlich einfach mit der Drohne machen. Ja, jetzt habe ich einen down. Ich versuche natürlich jetzt noch den anderen down zu kriegen. Ich habe das Gefühl auch in Olympus, weil die Map so hell ist, man sieht die Drohne gar nicht. Also man sieht die Drohne sehr schlecht, man muss sie wirklich suchen. Ich weiß nicht genau, was da... Ja, die Loba probiert hat. Loba wird sicher auch noch... Also die taktische Fähigkeit ist ja für nichts. Nicht nur, dass sie lange braucht und man ganz genau sieht, wo sie hingeht, sondern du kannst auch irgendwie nicht überall hin. Also ist euch das auch aufgefallen, wenn ihr Loba spielt oder auch schon gespielt habt? Teilweise sagt sie einfach dann, nein, ich möchte nicht dahin oder ich kann nicht dahin, obwohl es eigentlich nicht out of the map ist oder so. Also ihr seht, ich habe 8 Kills und es sind noch 19 am Leben. Also der 20 Bomb wäre eigentlich ganz einfach möglich gewesen. Aber ich habe hier Squads gegen Squads, habe ich die ganze Zeit gefightet. Ich habe schon Leute down gekriegt und alles, aber ich kam einfach nicht zum Abschluss. Ich konnte einfach nicht die Leute dann töten, weil ich wollte natürlich safe spielen. Ich habe gewusst, hey, das ist eine geile Runde, ich bin sehr gut dran, und das macht natürlich, dass man nervös wird und dann vielleicht ja, gewisse Situationen halt anders, ja, denkt. Man denkt, oh, ich push lieber nicht, oder eigentlich sollte man einfach weiterspielen, so wie man sonst spielen würde. Ich versuche immer mit der Drohne zuerst hinzugehen, um sicher zu sein, hey, da sind keine Gegner, und falls die Drohne kaputt geht, dann sind da auch Gegner. Also die Drohne ist extrem hilfreich, auch wenn ihr zum Beispiel eine Third Party macht. Ihr könnt die Drohne irgendwo hinter euch lassen. Und wenn die Drohne kaputt geht, weil die Gegner ja vorbeilaufen und den anschießen, wenn sie jetzt nicht gescannt werden, dann könnt ihr natürlich, dann weißt ihr natürlich, oh, von hinten sind auch Gegner, also wir müssen rotieren. Auch mit Caustic-Fallen und mit Watson und alle, die etwas hinlegen können, würde ich immer ausnutzen und machen, weil, wie gesagt, die Gegner, die durchlaufen, die müssen es zerstören. Und es ist für euch ein Zeichen, hey, hinter euch sind auch Gegner. Ihr könnt natürlich die Gegner auch durch den Glas scannen. Ihr seht, die können mich nicht abschießen. Ich mache hier jetzt noch eine Ulti. Die Ulti ist geil zum Pushen, weil man natürlich alle Fallen und alles zerstört. Aber der Schildschaden ist ein bisschen traurig. Also 50 Schildschaden. Klar, es ist cool, es ist immer noch besser als keins. Aber ich finde, ich glaube, am Anfang hat es den Schild komplett weggenommen oder so. Das hätte ich jetzt eher gut gefunden. Oder wenigstens irgendwie 50% vom Schild wegnehmen. Oder irgendwie so eine gewisse Zahl, wo ich sage, ey, das macht Sinn. Natürlich hier sehe ich sofort. Ja, ihr seht, ich wollte reinpushen und die haben mich wieder schön runtergelasert. Jetzt hauen die auch ab.
versuche die natürlich noch irgendwie zu pushen. Den habe ich wieder gut geholt. Die Spitfire ist einfach extrem stark. Ihr müsst wirklich, solange es die Meta ist, benutzen. Da pushe ich jetzt die zwei. Und ja. Und ihr seht, ich habe keine Muni mehr. Ich konnte natürlich die Waffe wechseln, aber da war nochmal ein neuer Squad da. Habe ich gedacht, nee, komm, ich spiele safe. Ich habe jetzt schon 2000 Schaden. Es sind leider nur noch 5 Squads. Wie gesagt, es ist so schnell dann gegangen. Und habe ich gedacht, komm, der hat so viele Boxen, der hat sicher irgendwo schwere Munition. Und siehe da, habe ich die schwere Muni gekriegt. Jetzt versuche ich natürlich wieder zurück in die Zone zu gehen und weiterhin safe zu spielen. Was natürlich Olympus hat, es ist ein extrem offenes, also ein riesen Map, viel offene Felder und am besten, also ich habe gemerkt, die Spitfire natürlich ist extrem stark für Olympus, weil die Map so riesig ist. Aber ich spiele auch sehr oft als Erstwaffe einen Sniper und als Zweitwaffe dann zum Beispiel eine Flatline, eine Volt, eine Spitfire, eine R99. Je nachdem halt, ja, was ich gerade finde, für was ich gerade die Ausrüstung habe. Was natürlich die Ulti geil hat, ist, dass die Leute auch langsamer werden. Also deswegen ist es zum Pushen extrem geil. Natürlich, wenn ihr da zum Beispiel jetzt, ich spiele sehr gern Crypto, dann vielleicht Octane und ein Revenant zum Beispiel. Der Revenant ist natürlich durch den ersten Split extrem berühmt geworden. Man hat, oder beziehungsweise seit Octane besser geworden ist, ist Revenant erst spielbar geworden. Und was ich schade finde, ist, ich finde, du musst einen Assist kriegen, wenn du Revenant bist und jemand mit deinem Totem sozusagen die Gegner tötet, musst du einen Assist kriegen. Das wäre, finde ich, persönlich fair. Weil der Revenant kriegt eigentlich gar nichts. Also man kann schon die Leute pushen, aber jetzt zum Beispiel ein Crypto oder ein Bloodhound, der als nächstes im Team dabei ist, der macht nur einen Scan bei diesem Push und er kriegt alle drei Assists. Und das ist zum Beispiel nicht fair. Ich finde, man muss wirklich den Revenant noch diesen Buff geben. Es sind zwei Stück, ich versuche die zu pushen. Aber ihr seht, die haben es gemerkt und jetzt schießen die beide auf mich und es geht so schnell. Ich bin schon fast tot. Also man muss wirklich immer den Moment finden, wo man sagt, nee, ich bleibe nicht stehen oder nee, ich greife jetzt nicht an, ich fall zurück und heile mich und versuche es danach erneut. Es ist ein extrem springender Punkt, der auch im Ranked euch das Leben retten kann. Also ich sehe oft dann Teammates, die dann zum Beispiel, obwohl ich sage oder obwohl ich signalisiere, hey, wir müssen jetzt rotieren oder wir müssen jetzt weg von da, wir sind in einem schwierigen Punkt und die nicht mitmachen, dann sterben sie und dann bist du der Einzige, der überlebt. Und dann heißt es wieder, dann bin ich schuld, dass ich überlebt habe, weil ich nicht mitgepusht habe natürlich. Obwohl ich ganz klar gemerkt habe, hey, das macht jetzt keinen Sinn, hier diesen Kampf weiterzuführen. Wir haben die schlechtere Posi oder die haben die besseren Waffen. Oder es gibt verschiedene Sachen, die dazu bringen, den Kampf nicht weiterzuführen. Ich bin jetzt wieder voll und ich mache jetzt hier die Ult und pushe sie erneut. Ich jetzt auch Glück, der hat vielleicht noch 70 Leben oder so. Aber auch hier wieder zum Beispiel, das wäre zu gefährlich gewesen, hätte ich zwei mit Red Evo gepusht.
Und das war noch ein Bloodhound, das heißt, die sehen auch, wo ich bin. Und das macht es natürlich nicht einfacher, oder die zu pushen. Es ist ein Octane und ein Bloodhound. Das heißt, die könnte nur mit dem Jump Head und Bloodhound, mit dem Scan mich pushen und ich wäre dann alleine da und das wäre extrem schwierig. Deswegen, ich versuche ein bisschen herumzulaufen, mich wieder neu zu positionieren. Den habe ich jetzt schon gut Schaden gemacht. Ich schieße jetzt automatisch extra auf den anderen, dass er nicht das Gefühl hat, er kann mich jetzt auch pushen. Auch hier, ich habe beide eigentlich Shield Break, beide haben vielleicht noch 30, 40 Leben und ich pushe trotzdem nicht. Weil ich wusste, ich krieg den 20 Bomb eh nicht. Mir reicht es, wenn ich beide guten Schaden gemacht habe und bevor ich sterbe, gehe ich lieber auf Nummer sicher und spiele safe. Ich gedacht, gut, das sind doch, ja, es sind auch nur noch zwei gegnerische Squads. Das heißt, wenn ich dort mit dem Kampf vorbei wäre, dann würden die anderen sofort wieder pushen. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, nimm's easy, du hast noch 1000 Schaden. Das reicht auch ein Squad, um 1000 Schaden zu machen. Man muss einfach jeweils immer wieder pushen und dann wieder zurück, dann wieder pushen. Aber die Gegner, wie ihr seht, die sind schon auch, ja, die machen gut Schaden. Also ich muss immer wieder weggehen. Ich kriege den 20 Bomb nicht einfach nur deswegen. Die ersten Gegner war auch alles sehr knapp, aber habe ich irgendwie noch hingekriegt. Die Spitfire empfiehlt sich übrigens extrem mit diesem Scope zu spielen oder mit dem Dreier Scope zu spielen, weil sie wie gesagt auch in Range extrem stark ist. Also wenn ihr mit dem Magazin auf die Gegner schießt, ich werde auch ein Ranked-Video rausbringen und da seht ihr ganz genau eigentlich, ja, was die Spitfire ausmacht, wenn du die Spitfire benutzt. Die Spitfire ist die Meta in dieser Season, also, und die Gegner benutzen die ja sowieso, also wieso wir sie nicht auch benutzen, ja, man ist nicht weniger krass oder was auch immer, wenn man dann die Spitfire benutzt, also nützt wirklich die Meta aus. Ihr könnt die Gunfights viel einfacher gewinnen. Bei Ranked ist es ja extrem wichtig, die Gunfights zu gewinnen, weil ihr regt euch sonst auf, wenn ihr den Gunfight verliert, weil der andere einen Spitfire hatte. Die haben jetzt leider den letzten Squad ausgeschaltet. Ich setze jetzt hier meine Drohne so hin, dass falls sie mich pushen, ich hier eine Übersicht habe und die nicht sofort auf meine Drohne schießen können. So kann ich immer wieder vorwärts gehen und dann rückwärts, wenn ich sehe, die kommen mir nach, dann sehe ich sie ja mit der Drohne und dann kann ich jeweils immer wieder, bin ich bereit, um auf die zurückzuschießen. Ich schieße, gehe zurück, lade nach, mache mich wieder ready und schieße weiter. Jetzt bin ich schon bei 3-4. Ihr seht, er will mich pushen. Ich sehe ihn mit dem Ding und kann ihn wieder zurückschießen. Jetzt bin ich schon bei 3-7. Jetzt habe ich einen down. Das macht natürlich extrem aus. Im Normalfall würde man jetzt hier hardcore pushen. Aber ich weiß, ich muss da noch ein bisschen Schaden machen. Also, nee, ich pushe nicht. Ich mache da hier einfach noch so ein bisschen Schaden, dann gehe ich wieder zurück, jetzt sage ich, hey, es sind ja nur noch 200 Schaden, das kriege ich ja hin. Am besten heilen die sich sogar. Jetzt habe ich den down, jetzt sind es nur noch 70 Schaden, die ich brauche. Jetzt heile ich mich. Sobald ich den Kopf sehe von dem anderen, dann weiß ich, der will mich pushen und dann schieße ich zurück und mache hier jeweils über 4000 Schaden und 11 Kills. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, meine Tipps helfen euch auch, einen 4000 Badge hinzukriegen. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund. Euer Pain. Peace out, meine Lieben.